bin im Gemeindesaal, weil gleich Handwerker kommen, die hier die Akustikplatten einbauen. Und ich wollte euch gerne, weil wer weiß, wann wir das nächste Mal zusammen im Gemeindesaal sind, zeigen, wie es vorher ist und wie es nachher ist. Also ihr seht hier auf der Rückseite des Gemeindesaals ist an der Wand nichts. Da sollen Akustikplatten hin. Hier vorne sollen zwei hin. Hier sollen mehrere hin, hier sollen auch nochmal zwei hin. Hier auf die Seite sollen auch, ich glaube, vier. Und auf den vorderen Bereich, also ich bin jetzt da, wo wir sitzen, da sollen hier drei, glaube ich, hin und vorne soll frei bleiben, damit die Künstler, wenn man von vorne musiziert, noch ein bisschen mehr Raumakustik haben. Genau. So, jetzt gucke ich auf die Seite, wo der Eingang ist. Da sollen hier auch drei Platten hin, relativ weit oben, und die Fensterseite bleibt natürlich frei. Warum macht man das eigentlich? Ich stehe jetzt ungefähr da, wo ich in der Chorprobe auch immer als Chorleiterin stehe, und wenn ich spreche, spreche ich ja geradeaus Richtung zu den Türen, damit die von euch, die rechts und links sitzen, gleichermaßen gut etwas hören können. Und die Rückwand, die reflektiert den Schall. Und das sind jetzt schon ungefähr 12 Meter in diese Richtung. Schall legt ja in einer Sekunde 330 Meter zurück, also das ist um 1/30 Sekunde. Und da fängt es an, dass das Ohr einen Unterschied wahrnimmt. Und dann kommt nämlich der Schall relativ ungebremst von der Wand dort hinten zurück. Und zum Beispiel in der Kantoreiprobe, die Männer, die dann dort in der Mitte sitzen, kriegen doppelten Schall. Einmal das, was ich sage, und kurz danach das, was reflektiert wird. Und diese Schalldoppelung, die ist etwas, was Sprachverständlichkeit deutlich verschlechtert. Und ich kann natürlich das ein bisschen kompensieren, indem ich laut und deutlich und ganz langsam rede. Man kommt sich dabei natürlich etwas komisch vor, aber das löst das Problem auch nur bedingt. Insofern glaube ich, dass das eine gute Sache ist, die Situation für die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Ich mache jetzt noch eine kleine Klavieraufnahme mit vorher und nachher, dann hat man da den direkten Vergleich. Gestern war der Trockenbauer da und hat hier den ganzen Tag gearbeitet und 18 Platten insgesamt montiert. Die zeige ich euch auch gleich. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil wirklich dieses sehr hallige Sprechgefühl hier direkt verschwunden ist. Aber es ist eben auch noch Hall da, denn wir suchen ja keine Situation, dass es irgendwie klingt, als würde man unter der Bettdecke singen, wenn wir zusammen musizieren. Wir wollen ja schon auch, dass es gut klingt, aber wir wollen eben auch nicht, dass es uns die Ohren zudröhnt und man Sprache gar nicht versteht. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt hier aussieht. Das ist die Seite, auf der der Alt immer sitzt. Dort sind drei Platten angebracht. Gegenüber hängen auch drei Platten, die sind genauso angebracht, dann sieht das schön symmetrisch aus. Das ist jetzt die Rückseite vom großen Saal und hier sind insgesamt 8 Platten montiert. Das hat bestimmt den allergrößten Effekt, denn wenn ich vorne stehe und spreche, dann wird dieser Schall direkt reflektiert und führt zu den meisten Irritationen. Das ist jetzt die Seite, die gegenüber vom Fenster ist, dort hängen 4 Platten. Auf der Seite des Fensters hängen natürlich keine Platten, das geht ja gar nicht. Aber so werden eben auch Querverläufe vom Schall reduziert.